So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Wonder Part 13 mittlerweile, glaube ich. Letztes Mal haben wir interessantes Röhrenlevel gesehen und ein schönes Sprunglevel. Jetzt gucken wir mal, was die Wüste noch so zu bieten hat. 1, 2, 3, springen, du bist ja toll im Rhythmus. Wir haben als Auslösungsgarantie. Oh, habe ich gar nicht. Ja, siehst du, hätte ich, ja. Dieses Rhythmus-Sprungabzeichen bekommen. Ach so, nee. Sammle Münzen, indem du im Takt der Musik springst. Nee, das, hier. Das hätte ich gerne wieder. Okay. Ich habe die großen Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, stimmt's? Dann solltet ihr wissen, dass es in der wolkenlosen Wüste viele versteckte Geheimnisse zu entdecken gibt. Ja, da bin ich gerade schon auf der Suche. Vielleicht sind sie im tiefen Sand in einem Gebäude verborgen. Versuch sie doch alle zu finden. Ja, das werde ich. Ich werde sie alle finden. Alle. Okay, wahrscheinlich gibt es noch mehr Fragezeichenblöcke. Aha. Aha. Hoch die Bühne, Verschnaufspause. Ja, okay. So. Okay, wunderbar. Haben wir das doch schon wieder sehr gut. Oh, jetzt ist das Ding hier wieder aus. Das muss ich wieder einschalten. Da ist noch so ein Ding. Ah, das waren sie alle drei. Okay, sehr gut. Ja, easy. Das war wild. Also war die Platte hier ein Schalter und der hat einen Durchgang geöffnet. Ah, ja. So, wir gucken noch kurz hier den Rand ab. Aber ich glaube fast. Hier vibriert was, aber ich glaube, das ist. Ah, das ist dieses Ding, okay. Wildleben in der Kegelbahn, okay. Oh, da ist auch noch was. Lol. Hä, jetzt kommt, bin ich hier wieder. Ach, gucke mal, Captain Toad. Was für ein Ort, um jemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Auf der Suche nach Schätzen bin ich in eine Röhre gesprungen und dann ausgerechnet hier gelandet. Schon komisch, dass die Röhren so viele verschiedene Orte miteinander verbinden. Wusstet ihr das? Ja, laber nicht rum. Gib mir die Münzen. So, nützt mir aber nichts die Verbindung, weil ich hier nicht rauskomme, ne? Prima. Gut. Dann nächstes Level. Let's go. Wildleben in der Kegelbahn. Okay. Das klingt doch schon wieder sehr interessant. Da hoch. Aha. Ja, okay. War jetzt aber auch nicht so spannend.
Aha. Erwischt. Den hätte ich in die andere Richtung loslassen müssen, oder? Ah ja, den muss ich in die... Okay, verstanden. Komm mal her. Toll. Okay, interesting. Cool. Rums. Jetzt ist hier das Leben, was ich runtergelassen habe. Auch interessant. Sehr schön. Und wieder nach oben. So, okay. So, wir gehen einfach weiter. Ich bin gespannt, was hier der Dings macht. Der Spezialsamen. Ah, okay, wir sind mal wieder der Elf. Okay, hier komme ich nicht rein sogar. Komme ich da nur mit den Kugeln rein, oder was? Oh. Ah, da brauche ich die große hier wahrscheinlich. Ah, und die große ist mit dem Ballon, mit dem Samen verbunden. Ich verstehe. Das war nicht so gut jetzt. Gut, aber dann müssen wir da hoch zu dem großen Samen. Ui. Aber die muss in die andere Richtung. Ja, aber die muss in die andere Richtung rollen. Naja, gut. Dann rollen wir erstmal in die Richtung, weil bitte, wahrscheinlich. Okay. Ah, die rollt jetzt in die andere Richtung. Jetzt wird ein Schuh draus. Genau. Da wollte ich hin. Sehr gut. Da ist Nummer 4. Da kommt jetzt eine etwas größere Kugel, die mich direkt tötet. Okay. Okay. Instant Death. Ja, ist okay. Kann ich akzeptieren. Jetzt gibt es auch keinen Elefant mehr. Komme ich da mit einem Sprung hoch? Na komm, das geht doch gut, oder? Dann gehen wir außen rum. Ist ja auch in Ordnung. Soweit ist das ja alles kein Problem. Und wenn ich vorhin einfach ein bisschen schneller reagiert hätte, dann wäre das ja auch in Ordnung gewesen, ne? Yay! Sehr schön. Oh, das war doch cool. Bye bye. Tschüssi. So, ich glaube, eine Zehnermünze fehlt noch.
Dafür verfolgen wir wahrscheinlich mal den Kollegen hier. Jawollo. Easy. Und habe ich noch was anderes gerade entdeckt? Da kann man nicht hoch. Ja, hallöchen. Und hier ist das Ziel. Jawoll. Easy. Sehr schön. Schönes Level. Wunderbar. Tup, tup, tup. Bye bye. Bye bye. Okay. Eine Verschnaufpause ist hier aufgegangen. Rasratte rennen. Okay. Ah, die Dinger. Ah, ich muss schneller als der sein. Okay, I see. Easy. Wonderful. Gut. Das Ding heißt also Raseratte. Ergibt irgendwo Sinn, ne? Yeah. Sehr gut. Okay, ich glaube aber fast, damit haben wir in der Wüste alles entdeckt, wollte er sagen. Ein Abzeichentest für die Fallschirmmütze. Ja, let's go. Dann schweben wir mal eine Runde hier rum. Auch schön. So. Hier rüber. Nicht treffen lassen. Das war nicht so gut. Aber da ist die nächste. Oh nein, oh no. Das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht von mir. Sehr gut. So, aber jetzt timen wir das auch besser. Und kriegen direkt den nächsten Checkpoint. Wunderbar. Ich bin irgendwie zu langsam. Warum bin ich denn so langsam jetzt gewesen? Das muss ich nochmal machen hier. Yes! Ich weiß gar nicht, musste man die Fahnenstange oben auch abschließen? Oder war das optional? Ich weiß es nicht mehr. Also gab es dafür ein Symbol? Dass man die Fahnenstange... Moment. Ja, gab es ein Symbol. Okay, let's go. Müssen wir nochmal rein. Das war erstaunlich knapp. Wo geht's eigentlich hier hin? Ach so. Da hat man nochmal die Möglichkeit runterzufallen, sozusagen. Ich verstehe. Später ja nicht mehr. Ab hier muss ja alles klappen. So, aber warum war ich jetzt da drüben so langsam vorhin? Guck mal, ich verliere hier enorm Speed. Ich weiß nicht warum.
Ja, also irgendwie haut das noch nicht hin. Ja, dann machen wir es doch einfach so. Gut. Sehr schön. Damit haben wir auch die Fahne oben. Klasse. So. Nein, immer noch nicht. Ich möchte gerne meinen Doppelsprung. Okay, aber das heißt, ich muss... Ja, okay. Ich muss viel mehr in der Wüste noch gucken. Hier sind ganz viele Level versteckt. Oha. Zug um Zug im Wüstensand. Okay. Oh, ein Bohrer. Ein Bohrer, Mario. Ah, hier muss ich auch aufziehen, die Dinger. Ich verstehe. Achso, das bleibt aber jetzt oben. Okay. Oh, ich kann den auch so killen. So, jetzt sind aber da unten Münzen. Die sind irgendwie verdächtig, aber irgendwie auch nicht. Okay. Gut, da ist nix. Gut, das war eine offensichtliche Röhre. Ah, ich glaube, ich habe die 10er-Münze schon, ne? Ja. Da war sie. Sehr schön. So ein Ding. Ah, da ist bestimmt jetzt so ein Samen drin, ne? Oder so eine Wunderblume. Ne, nur so nochmal so ein Ding. Okay, aber das ist ja ganz, ganz gut. Den kann ich ja nochmal mitnehmen. Den kann ich ja nochmal mitnehmen. So. Sehr gut. Da unten ist wieder eins. Okay. Ich habe halt nur Angst, wieder was zu verpassen, ne? Okay, die blaue Röhre ist natürlich äußerst sass. Ja, okay, die blaue Röhre ist äußerst sass. Natürlich. Sehr gut, dann ist hier Nummer 2. Oh, das war jetzt vielleicht nicht so klug. Komme ich da noch ran? Ah. Kritischer Hase. Ah, doch, ich komme ran, ich komme ran, ich komme ran. Easy. Und da ist auch schon die Nummer 3. Ja, cool. Dann fehlt ja nur noch die Wunderblume.
Und die Pyramide steigt empor, hinterher. Das war nicht so gut jetzt. Oh, ich muss da reinkommen. So. Was für Eindringling. Gib dir gleich Eindringling. Ich hätte da hochgemusst. Weil wir waren schon oben und ich habe es wieder versaut, indem ich zurückgegangen bin. Sehr schön. Das war aber cool. Oh, den brauche ich bestimmt, um an die Dings zu kommen. Ja. Yes, sehr gut. Fahne, Samen, alles mitgenommen. So muss das sein. Jetzt geht's hier hoch, okay. So, wir gucken aber erstmal, ob wir hier noch mehr in der Wüste finden. Ist das nur für einen Effekt? Gut, ich glaub's mal. Aha. Ist das wirklich nur für einen Effekt? Ah, scheint so. Bahn frei für die Armat-Bande. Das sind dann wohl... Seid dann wohl ihr. Ja, das seid definitiv ihr. Oh, da muss ich rankommen. Nice. Die brauche ich. Ui. Zur nächsten 10er-Münze. Sehr schön. Da haben wir schon die zweite in dem Level. Wunderbar. Und da ist auch schon die dritte. Ja, easy. Ja, was wollen wir denn mehr? Fehlt nur noch die Blume. Da ist sie. Oh, jetzt ist alles schneller geworden, okay. Bruder. Jetzt wird's aber anders stressig hier. Okay, das war... Ich glaube, ich habe es mir stressiger gemacht als nötig. Aber einfach, weil es sich halt auch so angefühlt hat, als wäre es einfach notwendig, ne? Wie auch immer, wir haben es geschafft. Sehr schön.
Bye bye. Suppi. Ach, jetzt taucht hier was auf, siehste. Eine Verschnaufpause mit dem Höhlenschatz. Bohrer. Da ist der Schatz. Wonderful! So, gut, haben wir verschnauft. So, gibt's noch irgendwo irgendwas zu finden? Hier kann man doch bestimmt nach hinten. Nein? Ah, das hätten wir... Okay, es wundert mich, aber gut. Aber da kann ich hoch. Natürlich ist hier ein Level. Na gut, dann gehen wir da noch rein. Und dann können wir im nächsten Part dann hier Stück für Stück das Schloss erkunden. Dann haben wir nämlich in der Wüste alles gemacht. Zumindest glaube ich, dass wir in der Wüste alles gemacht haben. Wenn wir dieses Level noch geschafft haben. Nächtlicher Ballowing-Schwarm. Okay, ihr werdet kleiner, wenn man auf euch drauf springt. Auch gut. Und wenn man euch beschießt, dann geht ihr direkt kaputt. Okay, das ist nicht so gut. Okay, in dem Fall schon. Aber hier habe ich das Gefühl, dass ich noch höher kann, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Aber es geht ganz schön hoch, das Level. Das könnte interessant werden. Oh, Bruder, das geht enorm weit hoch. Der Vollmond scheint, ja. Habe ich auch gesehen. Easy. Kommen die von oben runter, ist auch frech. Das ist auch richtig frech, Hilfe. Oh, da haben wir was. Let's go. Und jetzt bin ich hier der Ballon. Da wäre ein Stern gewesen. Aber wir gehen den schweren Weg ohne Stern. Da ist noch ein Stern. Den nehmen wir jetzt aber mit. Yay! Bruder. Da sind ein paar mehr Sterne noch, ja. Nice. Sehr schön. Also es ist ja nie sonderlich schwierig, ne? Aber es ist halt einfach witzig gemacht. Diese wundersamen Geschichten-Dinger. Jetzt ahne ich nur, dass ich, um an die Flagge zu kommen, die Dinger auch brauchen werde. Ja. Sehr gut. Sehr gut.
Auch ein schön, ey, nur schöne Level heute. Nur schöne Level heute in dem Part. Wunderbar. Na dann. Ja, okay, noch eine Verschnaufpause. Dann ist aber der Part wirklich zu Ende. Dann könnt ihr mal verschnaufen. Ach, die werden auch nicht Balloink ausgesprochen. Die werden Balloink ausgesprochen von Ballon. Ja, das ergibt mehr Sinn. Balloink. Balloink. Balloink, ich hab's vor, ja. Sehr gut. We did it. Sehr schön. Jetzt ist aber wirklich Schluss hier unten, oder? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles hier unten gesehen. Ah, ich denke, jetzt haben wir wirklich alles hier gesehen. War aber cool. Haben viele hier versteckt, muss man sagen. Ja, doch, haben einiges hier versteckt. Okay, dann geht's das nächste Mal hier Stück für Stück das Schloss nach oben. Und dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Danke fürs Zuschauen und tschüss.